Hallo Bayern München Fans, herzlich willkommen auf unserem Kanal. Bevor wir starten, vergesst nicht, euer Like zu hinterlassen und das Video bis zum Ende anzusehen, denn das ist für uns sehr wichtig. Laut einem Bericht von Sportbild hat der Verein ein Auge auf den talentierten Angreifer Xavi Simons geworfen, der derzeit vom Paris Saint-Germain an den RB Leipzig ausgeliehen ist. Xavi Simons hat sich hervorgetan, indem er in dieser Saison in allen Wettbewerben 6 Tore erzielt und 9 Assists geleistet hat. Darüber hinaus hat er die Vielseitigkeit, sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite oder als offensiver Mittelfeldspieler zu spielen. Die Abendzeitung deutet an, dass Simon Serge Gnabry als Option auf der rechten Seite ersetzen könnte, falls dieser den Verein verlässt. Die Verpflichtung von Simons wäre jedoch keine leichte Aufgabe, wenn man den Preis berücksichtigt, den PSG für seinen Transfer verlangen könnte. Andere wichtige Vereine wie Inter Mailand, der FC Barcelona und der FC Arsenal haben ebenfalls Interesse am 20-jährigen Talent gezeigt. Für Bayern würde die Verpflichtung von Simons Sinn ergeben, besonders wenn Serge Gnabry im Sommer den Verein verlassen sollte. Der hohe Marktwert von Xavi Simons, der auf 70 Millionen Euro geschätzt wird, macht die Verhandlungen jedoch herausfordernd, insbesondere angesichts des Interesses anderer großer europäischer Vereine. Serge Gnabry, der derzeit verletzt ist, steht vor Unsicherheiten über seine Zukunft im Verein. Trotzdem hat er in der Vergangenheit bewiesen, ein effektiver und produktiver Spieler zu sein, was Zweifel an der Sinnhaftigkeit einer so teuren Investition in einen Ersatzspieler aufwirft. Was denkt ihr, Fans? Wie steht ihr zu diesem möglichen Transfer? Lasst eure Meinung in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal.